Ja, schönen guten Tag, sage ich schon. Herzlich willkommen zurück zu Siedler 6. Ja, ich habe letztes Mal ja nicht mehr weiter aufgenommen. Hab das Spiel zwar beendet, also die 12. Kampagne habe ich beendet. Ja, ich habe es aber nicht weitergemacht. Ich habe mein Fenster offen gehabt, ich lasse schon mal laufen. Ich habe mein Fenster aufgehabt und habe das Licht angelassen, dass man mich überhaupt in der Kamera sieht. Und dann sind hier irgendwelche Mücken oder Viecher, irgendwelche fliegenden Viecher sind hier reingekommen. Und ich habe mich so geekelt, dass ich erstmal die Viecher beseitigt habe und das Licht ausgemacht habe. Ja, heute geht es weiter mit dem 13. Tag. Ich glaube, das war der 13. jetzt. Kurzzeitgedächtnis. Ja, ich hoffe, euch gefallen trotzdem die Teile. Auch wenn da einige Katastrophenteile dabei sind. Ja, bei uns ist mittlerweile Sonntag. Irgendwann, keinen Plan, wie spät. Oh, wir haben schon 16 Uhr. Boah, heute ist die Zeit vergangen. Aber ziemlich schnell vergangen. Okay, konzentrieren wir uns auf das Spiel. Was? Euer Majestät, einer unter uns fehlt. Marques wurde in einer persönlichen Angelegenheit abberufen. Doch das hier kann nicht warten. Uns bietet sich eine einmalige Chance im Land des Roten Prinzen, in der Baronin Montecito. Der Kastellan von Montecito will sich gegen seinen Herrn, den Roten Prinzen, auflehnen. Er legt das Schicksal seiner Stadt in unsere Hände. Um die Rebellion zu unterstützen, müssen wir zuerst Montecitos Wirtschaft stärken, damit wir in der Lage sind, Truppen zu rekrutieren und die Stadt zu verteidigen. Die umliegenden Dörfer der Stadt werden sich mit uns verbünden, wenn wir Erfolg haben. Wir müssen die Dörfer unterstützen, damit sie sich gegen den Roten Prinzen verteidigen können. Wir müssen vorsichtig sein. Wir sind nah an Rosso Torres, der Heimat des Roten Prinzen. Ich wäre die klügste Wahl. Ja. Ziemlich nicht so. Also der ist der Verräter dann, ne? Der Marcus. Wenn er fehlt. Lasst mich die Rebellion gegen den Roten Prinzen anführen. Ihr werdet es nicht bereuen. Also ist Marcus der Verräter. Ich hab vergessen, wie der aussah. Seid gegrüßt, meine Freunde. Lange genug hat der Rote Prinz euch und die anderen Siedler unterdrückt. Nun ist die Zeit gekommen, sich gegen ihn zu erheben. Wir heißen euch willkommen, edler Ritter. Ihr scheint unsere Notlage zu verstehen. Wir danken euch für euren Beistand gegen den Roten Prinzen. Wir brauchen einen Anführer, wenn wir uns befreien wollen. Wir haben von euren Erfolgen gehört und vertrauen euch. Der Rote Prinz wird versuchen, diese Rebellion im Keim zu ersticken. Wir müssen Montecito um jeden Preis verteidigen. Wir müssen unser Kloster beschützen. Bitte schickt uns Holz, damit wir eine Palisade bauen können. Wir benötigen etwas Holz, um eine Palisade zu bauen. Wenn uns der Rote Prinz angreift, müssen wir unsere Leute schützen können. Wir benötigen Holz, um eine Palisade zu errichten. Ansonsten wird der Rote Prinz uns überrollen. Ein Karren wurde ausgesandt. Ja, und da habe ich vielleicht einen Fehler gemacht jetzt. Räucher, Metzger, Gerberei, Kirche.
Hier ist, hier ist mein Holzfäller. Den erweitern wir erstmal. Okay, er hat ja gut Holz, auf jeden Fall. Bis hierhin. Ja, dann machen wir jetzt mal Holz. Ja, Vorgabe ist 1,5 Stunden. Ich habe, glaube ich, jetzt den hier das Holz geschickt. War eigentlich keine Absicht. Aber ist nun mal so passiert jetzt. Nonnenkloster. Ich würde erstmal hier flächendeckend Holzabbau machen. So, das geht bis hierhin so. Dann würde ich das hier so irgendwo nochmal einen Holzfäller hinbauen. Das wäre ja auch mal eine Idee. Flächendeckend Holzabbau. Nun haben wir genug Holz, um die Palisade zu errichten. Wir danken euch. Mach ich mal, ist mir gerade so eingefallen, so spontan. Also, nehmen wir Holz. Also bis hierhin. Dahin. So, ich gucke erstmal in die Richtung. Wie weit das geht. Also hier würde ich dann nochmal irgendwo einen Holzteller hinbauen. So, bis hierhin geht mein Gelände. Okay. Dann würde ich sagen, irgendwo hier nochmal ein Holzfäller. So. Ja, immer flächendeckend erstmal Holz hier. Ich guck mal hier in die Richtung. Hier ist der nächste schon. Okay. Hier war auch noch irgendwo ein Holzfäller. Hier unten. Geht dann bis hier so ungefähr. Also nochmal hier ein hin. Aber drei Holzfäller reichen doch vollkommen aus, also lassen wir halt. Brauch schon wieder mehr als nötig hier. Wahrscheinlich. Ich könnte es einfach nicht sein lassen. Ich steuere den Hafen an. Bald werdet ihr meine Waren begutachten können. Habe ich kein Interesse, ich brauche nur Holz im Moment. Ja, mir ist die Cola ausgegangen. Cola. Die Schnorrer nicht vorbeikommen, ja? Sammeln sich immer die Pfandflaschen, ja? Morgen, nachdem meine Putzfrau weg ist, werde ich mir erstmal einen gönnen. Okay. Wo ist der Hafen? Ich habe keine Ahnung, wo der Hafen ist. Ja, warte mal. Mein Schiff ist im Hafen vor Anker gegangen. Ja, wo ist denn? Kommt und sieht meine Waren. Wo ist denn dein Hafen? Wo ist denn der Hafen?
Ja, für alles brauche ich auf jeden Fall Holz. Und ich würde jetzt erstmal die Holzlieferung für die Leute da machen. Ja, ich weiß noch nicht mal, wo dein Hafen ist. Boah, ich überhitze schon wieder. Ich mach heute mal den Ventilator an. Auch wenn er ein bisschen laut ist. Aber nochmal so zu schwitzen, gestern habe ich keinen Bock. Ja, ihr könnt mir ja auch jederzeit Vorschläge reinpacken, was ich zocken soll. Ich werde dann mal sehen, ob ich die Spiele dann besorgen kann. Und die würde ich dann mal für euch zocken. Aber ich stehe jetzt nicht so auf Horrorspiele oder sowas. Oder so Science-Fiction-Dinger. Auf sowas stehe ich gar nicht. Science Fiction, so gemeint, so Alien oder sowas. Man muss schon ein bisschen realistisch sein. Das ist die einzige Vorausgabe. Vorausgabe? Vorgabe, meine ich. Das ist die einzige Vorgabe. Was ist das der Hafen hier? Das ist hier das Kloster. Die Apotheke. Metzgerei haben sie auch. Ich setze die Segel. Bis zum nächsten Mal. Ja. Bis zum nächsten Mal. Hier ist das andere Dorf. Das ist so ein Steinmetz. Wir haben alle Metzger, ne? Ah, hier kann ich sogar Steine kaufen. Ah, und hier kann ich Apotheke, kann ich Medizin kaufen. Und hier kann ich Schafe kaufen. So, schicken wir das Kloster erstmal. Ein Karren wurde ausgesandt. Wem haben wir den Holz geschickt? Den noch nicht. Den haben wir Holz geschickt, ne? Und haben sie den Barisade gebaut davon? Wie? Das Ding hier, das kleine Ding oder was? Ne, hier. Ah, das haben sie gebaut aus 40 Holz. Ich bin mal gespannt, was die hier bauen aus 40 Holz. Ja, mich hört man wahrscheinlich jetzt schon wieder schwach. Eine Stunde 30 ist die Vorwerbe hier. Wenn das Spiel noch eine Stunde 30, also wenn die Folge noch eine Stunde 30 zu Ende wäre, wäre es perfekt. Ich habe die Teile, die ich gestern gespielt habe, habe ich noch nicht zusammengeschnitten. Also werde ich mal sehen, ob das jetzt besser läuft. Nun haben wir genug Holz, um eine Palisade zu errichten. War nicht. Vielen Dank. Ah, hier bauen sie jetzt eine Palisade. Könnten wir ja mal beobachten. Hasen.
Was sind das für Tierchen? Eichhörnchen. Oh, den anderen können wir halt auch schon schicken. Ein Karren wurde ausgesandt. Ja. Können wir Steine selber holen. Da haben wir auch noch Steine. Das ist eine alte Hütte. Jawohl. So sieht das jetzt aus auf jeden Fall. Eure Holzlieferung ist eingetroffen. Wir können mit dem Bau der Palisade beginnen. Ja. Der Rote Prinz wird versuchen, diese Rebellion im Keim zu ersticken. Wir müssen Montecito um jeden Preis verteidigen. Ja, würde ich sagen, ich brauche mal Militär. Welche keinen Überblick habe, was ich alles habe hier. Ja, dafür bräuchten wir Eisen hier. Der Rote Prinz greift ein verbündetes Dorf an. Wir müssen ihnen Hilfe schicken. Wo? Ist die einzige Hilfe. Welches Dorf? Ja, welches Dorf, Mädel? Mein Schiff ist im Hafen vor Anker gegangen. Kommt und sieht meine Waren.
Ich weiß nicht, welches Dorf der angreift. Befehl verstanden. Nicht aus Ehrgeiz erbitte ich einen Titel, sondern als Zeichen eurer Anerkennung. Mit meinem neuen Titel werde ich euch und dem Himmel dienen. Abzutun. Würde da gerne näher dran gehen. Wildschweine. Ich setze die Segel. Ja, interessiert doch mal. Muss alles erweitert werden, meine Fresse. Warum habt ihr einen Bäcker, aber kein Getreide? Noch eine Frage. Doch, hier haben wir Getreide. Der rote Prinz greift ein verbündetes Dorf an. Wir müssen ihnen Hilfe schicken. Ja, welches Dorf denn? Ich wüsste, welches Dorf du meinst. Ach mein Gott, ich bin hier schon ganz durcheinander. Ich mache jetzt eins nach dem anderen nicht. Man muss die Grundversorgung hier stimmen. Da kommen die an. Scheiße. Sofort.
ganz wie ihr wünscht. Vorwärts! Ich muss mich in die Burg zurückziehen. Bist du direkt schon angegriffen? Ja. Hier gibt's Fisch. Das ist aber auch nur Abtüte. Hä? So, okay. Erst muss die Grundversorgung stimmen, sonst passt halt hier alles nicht mehr. Der rote Prinz greift ein verbündetes Dorf an. Wir müssen ihnen Hilfe schicken. Der rote Prinz versucht, Seradio zu vernichten. Wir könnten eure Hilfe gut gebrauchen. Ja, ich habe auch keine Soldaten. Junge. Befehl verstanden. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Angriff! Vorwärts! Angriff!
Ich muss mich in die Burg zurückziehen. Ja, ich rede gerade ein bisschen wenig, weil ich mich total konzentriere, weil. Baronin? Mr. Angwehr, Baronin? Mach hier eine Sache nach der anderen, bitte. Ne? Sonst komme ich hier gleich richtig durcheinander. Haben wir bis hiermit. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Alles klar. Alles klar. Es gibt kein Zurück. Komm schon, ey. Da könnte einer schon ein bisschen knapp werden. Schon unterwegs. Ei. Angriff. Sofort. Ja, Concentration. Okay, damit bin ich dann auffällig. Hier sind Steine. Hier ist Getreide. Getreidefarm? Getreidefarm? Hä? Wo sind die eine Felder?
Wir haben dank einer Kenntnis der Medizin alles erkrankte Siedler heilen. Der Rote Prinz wird versuchen, diese Rebellion im Kampf zu ersticken. Wir müssen Montecito um jeden Preis verteidigen. Was? Siedlerlimit wurde erreicht. Du willst mich doch verkackeiern. Ich krieg denn einen höheren Siedlerlimit? Ich muss die Kirche ausbauen. Ach, Medizin. Ja, so weit war ich noch nicht mit Medizin. Dann lass ich die Soldaten hier. Ich muss da dringend hingehen. Schon unterwegs. Die Kleine wird wohl erreicht, ey. Ja, muss ich echt warten, bis die Kirche fertig ist, ey. Aber wenn ich das anlasse, dann... stoppen wir arbeiten, weil der Siedlerlimit erreicht ist. Der Rote Prinz greift ein verbündetes Dorf an. Wir müssen ihnen Hilfe schicken. Welches? Bist du jetzt hier bei der Apotheke? Nein, bis 9 Uhr. Aber laut, nicht so schnell. Ja, kann ich ein paar Soldaten herstellen. Wohin? Wenn du mir sagst, wohin? Das Lagerhaus ist voll. Ja, ich habe nicht genug Steine. Ich steuere den Hafen an. Bald wird... Ich weiß noch immer nicht, wo dein Hafen ist. Solange ich noch keine eigene Apotheke habe, echt. Muss ich das dann teuer bei dir einkaufen. Bei dem Kloster kaufen. Nonnenkloster. Die Medizin ist eingetroffen. Schön. Da ist noch genug Medizin über. Mein Schiff ist im Hafen vor Anker gegangen. Kommt und seht meine Waren. Schon langsam habe ich mich abverkühlt. Im Bett rauchen ist keine gute Idee. Mein Gott.
Das Lagerhaus ist voll. Ja. Nun. Ja, müssen wir warten, bis das ein bisschen leerer ist. Der rote Prinz greift ein verbündetes Dorf an. Wir müssen ihnen Hilfe schicken. Ja, wohin? Habt ihr schon mal gesagt, sagen wir wohin, dann schicke ich die da hin. Ich setze die Segel. Bis zum nächsten Mal. Zum nächsten Mal. Wieso ist denn hier jetzt kein Kräuter mehr? Das Lagerhaus ist voll. Da greift er an. Jawohl! Nicht aufgeben! Angriff! Dann bleibt ihr erstmal stehen, bewachen. Reicht eine Person hier. Ja, warte. Apotheke muss ich jetzt bauen. Baue ich hier hin. Apotheke. Apotheke kann ich erst als Baron. Okay. Lagerhaus, ja.
Das Lagerhaus ist voll. Was habe ich denn da jetzt hingewohnt? Lesen. Hier sind noch Steine. Machen das ganz einfach. Der rote Prinz greift ein verbündetes Dorf an. Wir müssen ihnen Hilfe schicken. Wir schicken überall zwei Einheiten hin. Verstanden. Da sind auch zwei Einheiten, ne? Dann schicken wir da noch zwei Einheiten hin und dann ist gut. Dann werden die überall beschützt. Der rote Prinz versucht, Seradio zu vernichten. Sie könnten eure Hilfe gut gebrauchen. Oh, okay, schick mal vor. Das Lagerhaus ist voll. Schon unterwegs. Wie ihr wünscht. Ich werde mich mal gleich umgucken, wo die sind, echt, und werde so ein bisschen mal einschränken hier, weil ich genug Soldaten habe. Hier noch einmal wechseln. Mein Schiff ist im Hafen vor Anker gegangen. Kommt und sieht meine Waren. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Vorwärts! Nehmt alles mit! Nein!
Das Lagerhaus ist voll. Sie gefallen. Ist das jetzt schlimm, dass die gefallen sind? Ja, toll. Ich hab nicht verloren, obwohl die gefallen sind. Ich setze die Segel. Bis zum nächsten Mal. Habe ich nicht schnell genug reagiert, ey. Ganz wie ihr wünscht. Ich erfülle treu meine Pflichten und werde meinen Lohn erhalten, wenn nicht in diesem Leben, so im nächsten. Ich werde mein Bestes geben, euch zu dienen. Immer. Ein Dieb wurde entdeckt.
Wir haben einen Dieb des Roten Blitzen gefasst. Er hat die Seuche in unsere Stadt gebracht. Boah, wie detailliert, ey. So, nochmal erweitern. Ah, nicht zu steinen. So weit haben wir es schon mal. So, Regen. Schon unterwegs. So, wir machen jetzt die stärkste mögliche Militärmacht. Dann schauen wir uns mal um. Boah, ich könnte mich jetzt hier schon mal mit ihr umschauen. Ich habe ja gerade nichts zu tun. Vielleicht finde ich dann auch ein paar Verbündete noch. Ja, die einen sind gefallen. Tut mir echt leid. Ich kann eh erstmal jetzt nur warten, wieder mal warten. Ich habe in dem Sinne schon wieder alles gebaut. Ja, der Affen gehört kein. Sofort. Kann ich den Grafen in meinem Besitz nehmen? Nee, geht nicht. Okay, muss ich mir merken, hier ist der Hafen. Auf euren Befehl. Der rote Prinz greift ein verbündetes Dorf an. Wir müssen ihnen Hilfe schicken. Wollen den Hafen angreifen, wird. Wollen wir hin? Ja, mit zwei Einheiten komme ich nicht weit.
Unsere Truppen werden angegriffen. Befehl verstanden. Eine Militäreinheit wurde geschlagen. Ja, wie soll ich mich dagegen wehren, bitte schön? Ja, ihr könnt ihr mit Bogenschützen rein. Unsere Truppen werden angegriffen. Das wird mein nächster Ziel sein. Jawohl. Nicht verbündet. Eine Militäreinheit wurde geschlagen. Kämpft weiter. Stürmt los! Ach. Aber was wird mein erstes Ziel sein? Feuer hier oben. Die kommen ja alle aus diesem Bereich. Aber hier produzieren sie Soldaten. Also ich werde jetzt das alles ignorieren erstmal, weil ich kann nicht mit zwei Soldaten, zwei Dingern da irgendwie kämpfen. Das hat wenig Sinn. Ich hatte schon alles jetzt erwartet. Ich werde angegriffen. Ja, kriege ich jetzt auch nichts hin. Ich muss mich in die Burg zurückziehen. Ein Dieb wurde entdeckt. Nein. So. Ich werde jetzt erstmal meinen Marktplatz hier selber schützen. Dann werde ich da unten, wenn ich von rechts einmal komplett gegen den Uhrzeiger bin, einmal alles abräumen von denen. Ich werde jetzt jedes Mal bis zum Erschöpften, bis es keine Soldaten mehr gibt, Soldaten produzieren. Weil anders habe ich keine Chance. Ich greife da jedes Mal mit zwei Einheiten an oder so. Deine Stadt ist gefallen. Ich weiß ja nicht, was jetzt noch kommt, aber ich die nächste halbe Stunde jetzt so lang gut sind. So. Alles klar. Alles klar. Hier der Hafen ist auch markiert. Wenn ich jetzt verloren habe, nur weil das Dorf da gefallen ist, ne? Das wäre ja schon mies, ey. Mit meinem neuen Titel werde ich euch und dem Himmel dienen. Ja, jetzt wieder 20 Reiche, komm. Darauf habe ich ja gar keinen Bock. Die werden wir auch noch benötigen. Thank you.
eigentlich eine Käseproduktion? Ne, ich habe ja keine Kühe, also kein Schaf, keine Kühe, okay. Für noch. Und die zwei Sachen sind mir neu. Verstanden. Aber die rot markierten Stellen, das sind die Feinde auf jeden Fall. Die Gebiete von den Feinden. Achtung, die Armee des Roten Prinzen greift unsere Stadt an. Oh. Das Lagerhaus ist voll. Ja. Ich steuere den Hafen an. Bald werden wir meine Waren begutachten können. Ganz wie ihr wünscht. Ganz wie ihr wünscht. Weiter! Mein Schiff ist im Hafen vor Anker gegangen. Kommt und seht meine Waren. Eine Militäreinheit wurde geschlagen. Unsere Truppen werden angegriffen. Verstanden. Wie jemand
Sofort. Gut, dass ich den Hafen angesteuert habe. Da kann ich nämlich Soldaten kaufen. Aber die haben hier jetzt auch keinen Schaden gemacht, ne? Ich werde die jetzt mal angreifen. Ich werde vorher nochmal abspeichern. Wir speichern. Sind meine Söldner. Ah, okay. Verstanden. Auf euren Befehl. Okay, greifen wir jetzt mal an. Ich setze die Segel. Bis zum nächsten Mal. Jetzt weiß ich, wo ich Söldner auf jeden Fall herkriege. Ganz wie ihr wünscht. Auf euren Befehl. Achtung! Die Armee des Roten Prinzen greift unsere Stadt an. Halt! Stürmt los! Kämpft weiter! Vorwärts! Nicht aufgeben! Befehl verstanden!
Ist denn mit euch nicht gut? Sofort. Die Maschine in meine Stadt rein. Was? Die feindlichen Truppen werden unsere Stadt bald einnehmen. Ja. Wir werden angegriffen. Unser Lagerhaus wird angegriffen. Ein Stadtgebäude wird angegriffen. Ein Gebäude steht in Flammen. Wo verliert man? Eine Militäreinheit wurde geschlagen. Unser Lagerhaus wird angegriffen. Halt! Wir werden angegriffen. Die feindlichen Truppen werden unsere Stadt bald einnehmen. Unsere Stadt wird fallen, wenn eines unserer wichtigen Gebäude zerstört wird. Ja, ich hab's ja gereicht. Eine Militäreinheit wurde geschlagen. Unser Lagerhaus wird angegriffen. Schon unterwegs. Unsere Truppen werden angegriffen. Ja, komm. Das zweite Mal, dass ich überhaupt eine Niederlage habe. Ja, ich lade mal meinen Spielstand. Ich hab ja verloren, weil ich ja angegriffen habe. Also muss ich ja mal eine andere Stelle angreifen von denen. Ansonsten hab ich, wie ihr seht, verloren. Wo ist denn der Rest? Da kommt er. Gucken wir mal, ob wir nicht eine andere angegriffen. Schon unterwegs. Aber versuchen wir das jetzt mal von der Stelle. Ganz wie ihr wünscht. Ich setze die Segel. Bis zum nächsten Mal. Sind einfach viel zu mächtig. Das ist eine Steinmauer, die können wir nicht hier kaputt machen. Jetzt kommen sie von da unten. Jawohl. Angriff.
Achtung! Die Armee des Roten Prinzen greift unsere Stadt an. Sofort. Da kommen sie ja, da. Zum Angriff. Ich muss mich in die Burg zurückziehen. Angriff! Rückzug. Schießen wir so von links. Alles klar. Auf euren Befehl. Schon unterwegs. Ja, im Endeffekt darf ich mich hier die ganze Zeit nur verteidigen. Weil es hat keinen Sinn, die anzugreifen. Die sind viel zu stark. Alles klar. Oh, ich muss wieder zu trinken.
Ich steuere den Hafen an. Bald werdet ihr meine Waren begutachten können. Okay, holen wir ein paar Soldaten noch. Und versuchen wir jetzt mal zuerst anzugreifen. Schon unterwegs. Mein Schiff ist im Hafen vor Anker gegangen. Kommt und sieht meine Waren. Okay, und safe. Ich speichere jetzt mal ab, weil ich ehrlich Angst habe, hier zu verlieren. Und da greifen sie mich schon wieder an. Oder wie? Sofort. Vorwärts. Seid auf der Hut! Auf euren Befehl! Ich setze die Segel! Bis zum nächsten Mal! Sofort! Auf euren Befehl! Sofort! Ugh.
die 1,5 Stunden tatsächlich gebraucht. Shit, ey, jetzt werde ich da hinten angegriffen. Auf euren Befehl! Vorwärts! Achtung! Die Armee des Roten Prinzen greift unsere Stadt an. Hi! Alles klar. Vorwärts! Sofort! Wir haben ein Territorium eingenommen. Euren Befehl. Schon unterwegs. Sofa. Ich werde Montecito niederbrennen, dafür, dass es einen Aufstand gegen mich gewagt hat. Das kostet euch euren Kopf, Ritter. Das Lagerhaus ist voll. Andere Probleme hast du gerade nicht. Stürmt los! Ich muss mich in die Burg zurückziehen.
alles klar. Die feindlichen Truppen werden unsere Stadt bald einnehmen. Ich werde angegriffen. Auf euren Befehl. Kämpft weiter! Ich muss mich in die Burg zurückziehen. Unser Lagerhaus wird angegriffen. Ein Gebäude steht in Flammen. Ich habe schon wieder verloren, nur weil ich die Scheiße da... Die feindlichen Truppen werden unsere Stadt bald einnehmen. Unser Lagerhaus wird angegriffen. Ja, was soll ich machen? Ich habe keine Soldaten. Eine Militäreinheit wurde geschlagen. Kämpft weiter! Unser Lagerhaus wird angegriffen. Unsere Stadt wird fallen, wenn eines unserer wichtigen Gebäude zerstört wird. Ja, komm, ich kann... Unser Lagerhaus wird angegriffen. Nehmt alles mit! Ich muss mich in die Burg zurückziehen. Unsere Stadt wird fallen, wenn eines unserer wichtigen Gebäude zerstört wird. Ja, ich muss meine Stadt selber beschützen, ey. Das geht, geht gar nicht. Was ist das denn hier? Oh Mann, ey. Schon wieder so eine Ablustfolge, ey. Ach Mist, ey, hab ich da letztes Mal nicht abgespeichert oder was? Anscheinend nicht, ey. Schon unterwegs. Befehl verstanden.
Ich setze die Segel. Bis zum nächsten Mal. Ja, dann verteidigen wir uns jetzt eher 20 Minuten lang die Stadt, ey. Weil anders wird das hier nicht funktionieren. Ich will den Kampf aber nicht bei meinen Gebäuden haben. Deswegen setze ich die schon mal hier hin. Weil die kommen eh alle von mir. Achtung, die Armee des Roten Prinzen greift unsere Stadt an. Ich bin mal gespannt jetzt, aus welcher Richtung die kommen. Alles klar. Doch nicht zu lange hier. Und aus der Richtung hier. In den Kampf. Es gibt kein Zurück. Und alle von hier oben. Aus der Ecke. Eine Militäreinheit wurde geschlagen. Ich muss mich in die Burg zurückziehen. Wir werden angegriffen. Verstanden. Schon unterwegs.
Eine Militäreinheit wurde geschlagen. Jawohl! Beschützt dieses Ziel! Eine Militäreinheit wurde geschlagen. Auf euren Befehl. Schon unterwegs. Ich steuere den Hafen an. Bald werdet ihr meine Waren begutachten können. Eine Militäreinheit wurde geschlagen. Einer unserer Karren wurde abgefangen. Wir werden angegriffen. Schon unterwegs. Schon unterwegs! Schon unterwegs! Der ist noch gar nicht da. Du schon. Mein Schiff ist im Hafen vor Anker gegangen. Kommt und sieht meine Waren. Unsere Truppen werden angegriffen. Wie ihr wünscht. Eine Militäreinheit wurde geschlagen. Unsere Truppen werden angegriffen. Stürmt los! Stürmt los! Wir werden angegriffen. Ich
Ich setze die Segel. Bis zum nächsten Mal. Nicht aufgeben! Eine Militäreinheit wurde geschlagen. Oh, ich kann keinen neuen Soldaten herstellen. Was gibt's denn da vorne? Achtung! Die Armee des Roten Prinzen greift unsere Stadt an. Jawohl! Beschützt dieses Ziel! Tja, da greifen sie mich wieder an. Hab wieder verloren. Gibt's doch nicht, ey. Wie soll ich gegen so viele Leute kämpfen? Schon mal positioniert. Ja, ich habe keine Soldaten mehr. Ich werde Montecito niederbrennen. Dafür, dass es einen Aufstand gegen mich gewagt hat. Das kostet euch euren Körper. Retter. Versuch mal Zeit das zu schieben. Das Lagerhaus ist voll. Es gibt kein Zurück. Ja, keine Ahnung. Ich kann wieder neu starten. Also, das hat keinen Sinn. Was ist denn das hier für ein Speicherpunkt?
Probieren wir mal die Mauer aus. Ich komme wieder mal nicht voran hier. Ah, der Speicherpunkt war das. Okay, der ist besser. Ich werde wieder von hier oben angegriffen. Und wollen Sie schon mal hier hin? Einfach viel zu viel Soldaten. Sofort. Ich muss da irgendwie die Leute da einschränken, dass die nicht so viele Soldaten produzieren können. Befehl verstanden. Die ist komplett leer. Hi. Wo wollen wir hier hin? Ich muss mich in die Burg zurückziehen. Ich setze die Segel. Bis zum nächsten Mal. Ich kann auch die Mauer nehmen. Es gibt kein Zurück! Sofort! Achtung! Die Armee des Roten Prinzen greift unsere Stadt an. Einer unserer Karren wurde abgefangen. Schon unterwegs. Alles klar. Sofort. Schon unterwegs. Sofort. Ganz wie ihr wünscht. Schon unterwegs.
Ich muss mich in die Burg zurückziehen. Verstanden. Sofort. Unsere Truppen werden angegriffen. Sofort. Jawohl. Alles klar. Sofort. Ei. Nehmt alles mit. Sofort. Okay, jetzt habe ich es verstanden, glaube ich. Wieso wurde das so abgespeichert? Ja. Schon unterwegs. Wieso kann ich nicht mehr Militäreinheiten machen? Okay, nochmal, warte. Jetzt habe ich es verstanden. Moment. Wenn ich die Burg ausbaue, kann ich da Militär Dinge höher machen. Okay, kriegen wir so hin. Bauen wir die Burg bis zum geht nicht mehr aus, dann nehmen wir alle Soldaten, was wir kriegen können. Ja, Moment. So, die schicken wir jetzt erstmal. Die schicken wir alle erstmal hier wieder hin. Sollen die Stadt beschützen. Auf euren Befehl. Ja, bloß sie. Sie sollen nochmal hier bleiben. Dass wir die letzte Einheit hier kriegen. Muss doch ein nochmal gesagt werden hier. Komm, baut das hier aus. Und dann beschütze ich erstmal meine Stadt, bevor ich jetzt irgendwie rumrenne und da Sachen noch kaputt mache. Ah, ist schon vierte Stufe, okay. Ja, geht nicht mehr. So. Sofort. Ich setze die Segel. Bis zum nächsten Mal. Ah, ich hab ja alles, was ich von dir wollte. Verstanden.
Wo sehe ich denn, wie hoch mein Soldatenlimit ist? Ach da, 91. 91 ist das höchste. Ich habe 70. Achtung! Die Armee des Roten Prinzen greift unsere Stadt an. Jawohl! Wie bei 82? Wie ihr wünscht. Bei 6 nochmal, dann wäre ich bei 88. So eine Einheit könnte ich noch mitnehmen. Das sind zwei Wellen, zwei Angriffswellen. Die zweite Welle ist mit Katapulten und so. Wie viele Reiche habe ich denn? Nur 10. Ich hab da jetzt auch keinen Bock, da wir so chaotisch da ein Stück groß machen. Das Bogenschützen? Schwertkämpfer. Schwertkämpfer. Wie sehen den Bogenschützen hier aus? So. Zu spät. Okay. Das. Nee. Okay, verstanden. Übernehmt den Karren. Eine Militäreinheit wurde geschlagen. Erobert das Ziel. Jawohl. Einsacken und Abmarsch. Erbeutet, was ihr könnt. Erbeutet, was ihr könnt. Ich muss mich in die Burg zurückziehen.
Wieso kann ich die eigentlich nicht zerstören? Die Truppen des Roten Prinzen wurden zurückgeschlagen und Montecito steht noch. Dieses Gebäude muss zerstört werden. Okay. Alles klar. Sofort. Gucken, ob wir Verstärkung kriegen. Nur eine Einheit. Jawohl! Alles klar. Wow. Damit greifen wir jetzt an. Ich speichere mal zwischendurch ab. Spiel speichern. Sofort. Ist die Ramme jetzt? Da. Schon unterwegs. Auf euren Befehl. Bleibt wachsam. Es gibt kein Zurück. Wir werden angegriffen. In den Kampf. Thank you.
Schon unterwegs. Zum Angriff! Befehl verstanden. Eine Militäreinheit wurde geschlagen. Es gibt kein Zurück. Kämpft weiter. So, habe ich doch noch gewonnen. Ein Steinbruch wird bald erschöpft sein. Wir werden angegriffen. In den Kampf! Eine Eisenmine wird bald erschöpft sein. Ich muss mich in die Burg zurückziehen. Kann echt nur Tore öffnen. Da kam mir so viel vor, ne? Der ist auch viel. Guck mal, die Ränder von allen Seiten kommen wird. Ärgert mich hier noch eine Fliege, verdammte Scheiße. Die Viecher, ey. Ja, ich muss nur das Lagerhaus noch zerstören, dann bin ich mit dem Kapitel hier fertig. Boah. Ich habe immer falsche angegriffen, das ist das Problem gewesen. Ich habe mich einfach nur verteidigen sollen und dann das Gebäude hier angreifen sollen. Oh Gott, ey, habe ich keine Unterlage mehr? Scheiß Gehirn an mir. Schnappt euch den Karren! Okay, ich brauche noch ein paar Leute. Wir werden angegriffen. In den Kampf. Müsste gleich erledigt sein.
Ich steuere den Hafen an. Bald werdet ihr meine Waren begutachten können. Das Feuer gelöscht. Ihr mögt diese Schlacht gewonnen haben, doch ihr werdet nicht lieben genug leben, um eure Frechheit auskosten zu können. Wir haben es überstanden. Wir haben gewonnen. Mein Gott, ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis zum nächsten Mal. Falls euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Und wenn ihr mehr Videos von mir sehen wollt, könnt ihr mich auch gerne kostenlos abonnieren. Danke fürs Zuschauen.